was hatte sie denn? Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Halloween-Folge, zur zweiten Special-Folge. Wir sind hier mit ein paar Gästen, natürlich Moritz, wunderbar, Shirley und Jessie, unsere lieben Gäste. Heute sind unsere Gegner, denn wir haben eine Challenge am Start. Und zwar müssen wir den geilsten, ja, Gruselraum machen. In der letzten Folge habt ihr ja schon so eine Art Grusel-WG gemacht. Heute sind wir endlich dran, damit ihr endlich mal einen guten Film sehen könnt, meine Freunde. Denn wir sind die Gruselbrüder. Das ist so kacke. Schreibt doch mal das Totenkopf-Emoji rein, wenn ihr für uns seid. Denn nur dann seid ihr ein Mitglied der Gruselbrüder. Und ihr werdet nicht nachts von irgendwelchen bösen Geistern überrascht oder Skeletten. Nur wenn ihr ein Mitglied der Gruselbrüder seid. Sag jetzt noch, das Band ist voll. Ja. Aber ein Kürbis, Weg mit euch, raus mit euch. Ich würde sagen, das ist jetzt unsere Folge. Raus, raus, raus. So, ich würde sagen, let's go, wir machen den besten Horrorfilm der Welt. Let's go, mit dabei. So random, dieses Skelett einfach. Das muss immer mit dabei sein, Freunde. Bruno, setz dich hin, Achtung. Von dir bitte deine Hand nicht. So, du setz dich mal hinten rein. So, wir sind angekommen am Baumarkt. Und jetzt müssen wir erstmal. Ah! Oh, Scheiße. Heilige. Auf jeden Fall nicht. Bruder, Gruselbrüder, verkackt mir gerade. Team Gruselbrüder ist bereit. Gruselbrüder. Ja. Er ist natürlich auch ein Bro von uns, ist ja klar. Auch Mitglied im Team, ne? Was geht, Bro? Dem Bruder geht es nicht gut. Da geht nicht mehr viel. Los geht es hier mit der wilden Tour. Kann ich Ihnen helfen? Ah! Ein sehr komischer Obi-Mann. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir brauchen jetzt noch ein paar Utensilien für unser mega creepy Zimmer. Almakos, ja, was sagst du dazu? Okay, passt. Also, er will nicht, er will nach Hause. Hier sollen wir bleiben? Okay, dann machen wir das direkt. Mieten wir hier ein. Ach, du willst den Bilderrahmen da haben? Den! Den Bilderrahmen willst du haben? Der ist echt gruselig. Den da? Warte. Ja. Ah, Bilderrahmen. Nice. Haben, okay. Ja, dann rein damit. Was willst du noch so haben, warte? Ah, er will diesen Kerzenständer hier haben. Willst du jetzt einen Hocker? Okay, wenn es sein muss. Ja, so, dann ist okay. Wenn es sein muss. Dann ist okay. Nein! Was geht hier vor sich? Warum werde ich hier. Werde ich jetzt hier erschreckt oder. Ach nein, da ist er. Oh, coole Kisten. Ja, ehrlich, ne? Oh nein, was ist das denn? Na komm. Wer hat dir diese Mühe gemacht, um das zu Photoshoppen? Wer hat das von euch gemacht? Das müssen wir mitnehmen. Da hinten ist noch was. Ach du Scheiße! Das ist dieselbe Person einfach. Ich habe das Gefühl, dass es nicht irgendwie schon. Das ist ganz Zufall war das halt. Das ist nicht aus Zufall hier steht. Okay, komm, los, wir müssen jetzt hier unser Zimmer nochmal fertig bekommen. Let's go. Geister im Laden. Es poltert. Ah, weg hier. Was darf natürlich nicht in einem guten Dracula-Zimmer fehlen? Sag es mir. Ein Kronleuchter. Und deswegen haben wir doch hier direkt perfekt einen. Der ist doch wunderschön. Sektionstest. Da ist nicht mal was drin. Das war ja ein toller Einkauf. Das war echt ein Wunder. Oh, was ist denn? Bis zum nächsten Mal. Ja! Oh mein Gott! Das ist so eine Palme in der Wüste, Digga, und du fährst dagegen. Okay, viel Spaß, ganz ehrlich. Ich bin raus, ne? Ich fahr schon mal vor. So, wir sind in unserem Horrorraum angekommen. Und was könnte das hier wohl in uns sein? Was denkst du? Ach, keine Ahnung, wirklich. Also vielleicht ein Sarg? Ein Sarg? Hm? Möglicherweise. Wer muss denn über Tag im Sarg schlafen? Ich muss sagen, ich find's cool. Es ist ein cooles Thema. Aber ich finde Vampire so. Ich wollte schon immer an Halloween ein Vampir sein. Meine Mutter hat es nicht erlaubt, aber ich wollte schon immer mal ein Vampir sein. Ja, ich habe mir auch immer hier Blut hingemalt, sobald Halloween war. Deswegen. Also, ich muss sagen, man kann leicht erkennen, dass ich das bin. Aber das ist einfach zweimal dasselbe Bild, ne? Hä? Nein, das sind Schwestern. Dann nehmen wir noch unseren Bré hier, einer der sogenannten Gruselbrüder. Wenn ihr außerdem auch ein Gruselbruder werden wollt, dann schreibt doch mir einen Schildkopf in die Kommentare. Das Skelett hatten wir zuerst. Das war unser Mitbewohner. Die haben einfach Bruno geklaut, der fühlt sich gar nicht wohl. Geklaut und kaputt gemacht. Was? Hä? Ja, mein Kamin. So, und hier den Kamin. Dann wird ihm auch schön warm. Ich bin ja immer, also ich muss sagen, die Idee von... Und was natürlich auch nicht fehlen darf, wir müssen das Ganze ja auch irgendwie... Sag ich mal, pflegen, das Feuer. Was ist das denn? Feuer. Wo hast du das her? Ja, das habe ich ja gerade jetzt auch gekauft im Obi, als du das gemacht hast. Ja? Verschwinde aus meinem Anwesen. Verschwinde. So. Jetzt natürlich die Frage, wer möchte Dracula sein? Wer hat die Hauptrolle? Ich würde sagen, für dich passt eigentlich relativ gut. Ich würde sagen, ja schon die Zähne. Wir lassen das. In den Bildern sieht man ja auch schon, es steht hier. Na, ich wäre auch gerne deine Frau, muss ich ganz ehrlich sagen. Deine Frau. Ich würde sagen, wir lassen das Schnickschnack entscheiden. Okay. Also wer gewonnen hat, der wird. Nee, warte, wer verliert, der. Wer gewinnt, der wird Dracula. Nee. Also, wer verliert, ist. Wer verliert, ist Dracula.
Okay, wer verliert ist Dracula? Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, die können sich nicht mal so entscheiden. Du musst schon Spielchen spielen, damit sie sich entscheiden, weißt du? Mann, also dafür gibt es erstmal einen toten Kopf in die Kommentare für diese Aktion. Also, wenn das nicht passiert, dann bin ich wirklich. Oh, tot. Was haben wir denn da hinten? Oh. Ist das etwa eine Dracula-Kiste? Eieieiei. Da Dracula ein Vampir ist, musst du natürlich auch noch einen Sarg haben. Der sieht aber noch nicht so ganz so nice aus. Deswegen machen wir den jetzt noch ready, ready, ready. Du tackerst, oder? Du willst nicht wirklich, dass ich in diesen Sarg reinsteige, oder? Du willst in den Sarg reinsteigen. Oh. Wir machen den besten. Ich bin froh, dass wir ein Bett haben. Weil es ist bequemer, man kann besser schlafen. Schlaf ist wichtig. Mhm. Ja, sieht sehr ungemütlich aus. Und noch irgendwie nur für eine Person. Wir machen den besten Film der Welt. Und das Team Apple irgendwas kann nicht mal mit Ansatz mit uns mithalten. Und was fehlt natürlich auch bei einem Dracula-Zimmer? Ein richtiger Horrorfilm braucht Nebel! Hatten Sie fliegende Bücher? Nein. Haben Sie nicht? Nee. Ist eine Mumie aus deren Bett gekommen? Nein. Das will ich zugeben müssen. Also die ganze Zeit, dass sie fahren und dann sagt er immer, ich bin's. So, ich würde sagen, wir haben noch ein weiteres Special und zwar diese. Die haben wir gerade in kleinster, feinster dabei zusammengekriegt. Ihr müsst die Wand installieren. Das Ding ist, diese Wand hier hat nämlich einen kleinen Clou. Und zwar ist hier ein Loch. Und hier sind ein paar Spinnen. Und diese Spinnen kann man natürlich sehr, sehr gut durch dieses Loch hier durchbefördern. Und Leute denken natürlich dann, es ist eine normale Wand. Aber in Wirklichkeit ist es eine Spinnenwand. Vielleicht könnt ihr euch noch nicht so ganz vorstellen, was wir hier machen, aber es wird sehr, sehr krass. Ich würde sagen, du musst dich jetzt erstmal so Dracula machen. Oh, wir Mann. Werden diese Wand hier benutzen. Was genau die Wand kann, das seht ihr auch gleich. Es wird spannend. Und ich würde sagen, seid ihr bereit für den krassesten Horrorfilm, den ihr jemals gesehen habt? Film ab! Wer stört mich denn so am frühen Mittag? Wer kann das wohl sein? Ihr könnt doch herein, du Pack! Herr Dracula? Graf von Dracula, wenn ich bitten darf. Sie haben mich engagiert zum Putzen, sauber machen. Außerdem schlafen Sie noch? Haben Sie mal auf die Uhr geschaut? Sie können doch nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Ich werde das Fenster aufmachen. Widerstehen Sie sich, die Fenster aufzumachen? Na ja gut, aber wann habt ihr denn das letzte Mal gelüftet? Ist doch nicht so lange her. Vielleicht 136 Jahre. Oh mein Gott! Na gut, ich kann ihn reinigen, aber es ist nicht einfach. So etwas Chaos zu spielen. Das wird kein Problem darstellen. Ich habe reich geerbt. Ja, das freut mich aber. Also für Sie. Ja, ist auch dringend nötig. Also ist ja alles feucht hier und schimmelt ja schon. Ich fange direkt an. Was ist das denn für ein wunderschöner Mann? Ich mach das mal voll einfach. Spinnen. Ach, ihr könnt mir gar nicht. Ihr bekommt mich nicht. Ach ja, mein Gott. Ach. Ich spinne. Was ist das denn? Wie? Das reicht! Ich kann nicht mehr. Hä? Was hatte sie denn? Hast du eine Ahnung? Was ist jetzt schon wieder? Ja, komm doch endlich herein! Pizza! Oh, du siehst aber wack aus. Du brauchst ein bisschen Schlaf, oder? Hier ist deine Bestellung von Diablos Pizza. Alles. Also einmal Diablo al dente mit schwarzen Oliven und extra viel Blutwurst. Wird dir höllisch gut geschmeckt, sag ich dir ehrlich. Und kostet 57. Aber ohne Trinkgeld, gell? Ausgezeichnet! Sie duften ganz vorzüglich. Ja, frische Pizza von Albertus Pizza Pilles riecht immer so. Ich meine nicht die Pizza. Ich freue mich schon auf den ersten Bissen. Ja, du Weirdo, wie alt bist du überhaupt? Ich könnte dein Urgroßvater sein. Ja, dann gib mal das Geld, Großvater. Ah ja, das Gold. Hier, mein Kind. Was stinkt dir denn so? Ich hatte Spaghetti mit Aglio, also extra viel Knoblauch. Knoblauch? Ja. Weirdo.
kann doch wohl nicht wahr sein! Wer stört mich denn jetzt schon wieder? Süßes oder saures? Was zur Hölle? Was? Hier, Mann, jemand nein! Das ist ja eingerichtet. Dein Kostüm ist ja voll cool. Ein Kostüm? Was? Voll cool. Lass uns doch noch ein Foto mit diesem Mann machen, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Was soll das? Soll es ein Witz sein? Komm, nein. Und ein Handy rein. Nicht mit Blitz. Drei. Nicht mit Blitz. Wow. Unglaublich gute Schauspieler. Also, was war das denn für Schauspieler? Die waren ja wirklich, haben das ja bestimmt so zwei Jahre lang eingeübt. Ja, also könnten in Hollywood spielen. Ja, ich glaube, das kriegen die auch in Oscar. Der Kopf voll runter. Ja, ist ein echtes Schultheater, würde ich sagen. Freunde, ihr wisst, was zu tun ist. Totenkopf-Emoji. Der Totenkopf überall, weil nur Totenköpfe sind. Keine Kürbisse, nur Totenköpfe. Jetzt, wenn ihr Kürbis schreibt, dann werden die Geister in eure Zimmer kommen. Nur wenn ihr einen Totenkopf habt. Ja, wie cool ist das, ein Geister? Wir wollen ja fair sein, also könnt ihr euch auch gerne deren Film anschauen. Und wenn ihr den besser findet, was ich mir gar nicht vorstellen kann, dann ja, schaut auf jeden Fall vorbei und dann, ja, genau, macht euch eine Meinung. Also von letzter Woche das Video auf jeden Fall abchecken und ein Abo da lassen, denn wir machen hier noch tausende wilde Projekte wie sowas hier. Also ein Abo da lassen, wir sehen uns. Haut rein und ciao. Ciao, ciao.